Das ist Karl. Karl hat gerade sein Studium geschmissen. Angeblich ist er zum zweiten Mal in Elektronik durchgeflogen. Aber das sind nur Gerüchte. Stattdessen hat Karl nun etwas Geld von seinem Bruder geliehen und damit ein kleines Ein-Mann-Start-up-Unternehmen im Bereich der mechanischen Sensorik gegründet. Das Ding läuft ziemlich gut. Er überlegt schon, einen Azubi einzustellen. Aber zuerst einmal möchte er sich von seinem ersten selbstverdienten Geld einen Fotoapparat kaufen. Leider hat Karl aber überhaupt keine Ahnung, worauf er dabei achten muss. Deswegen beginnt er zunächst einmal eine Internetrecherche zum Thema Fotoapparate. Doch das, was er dabei erfährt, verwirrt ihn nur noch mehr. Mit all diesen Fachbegriffen kann er nun so überhaupt nichts anfangen. Er bräuchte jemand, der ihm das Ganze einfach mal erklärt. Dazu fällt ihm eigentlich nur sein alter Kumpel Ernst ein. Ernst hat lange Jahre die Sternwarte an der Hochschule betreut und er kennt sich deswegen ziemlich gut mit der Optik aus. Karl geht nun also zu Ernst und fragt, ob der ihm nicht ein wenig weiterhelfen könnte. Ernst macht das natürlich gerne. Du. Optische Instrumente. Grundlagen. Das Licht ist eine elektromagnetische Welle. Die Eigenschaften solcher elektromagnetischen Wellen können wir sehr gut durch die vier Maxwell-Gleichungen beschreiben. Wenn wir ein paar wenige Vereinfachungen treffen und diese vier Gleichungen ineinander geschickt einsetzen, dann erhalten wir daraus die sogenannte Helmholtz-Gleichung. Als Lösung dieser Differentialgleichung ergeben sich Ausdrücke zum Beispiel für die Kugelwelle oder die ebene Welle. Für die Zwecke dieser Vorlesung brauchen wir den ganzen Krempel allerdings nicht. Wusch! Stattdessen beschreiben wir die Eigenschaften des Lichts durch Strahlen. Strahlen sind eine der Möglichkeiten, mit der man die Eigenschaften des Lichts beschreiben kann. Für die Zwecke, die wir hier benutzen, sind sie besonders gut geeignet, denn sie erlauben eine möglichst einfache Beschreibung der Eigenschaften des Lichts. Strahlen sind physikalisch gesehen die Senkrechten auf den Wellenfronten. Praktisch gesehen geben sie einfach nur die Ausbreitungsrichtung des Lichtes an und sie beschreiben dabei die geradlinige Ausbreitung, so wie wir das auch im täglichen Leben erleben. Und deswegen ist dieses Strahlenmodell auch besonders gut geeignet, um unsere Wahrnehmung, unseren intuitiven Umgang mit dem Licht möglichst einfach zu beschreiben. Strahlen beschreiben zunächst einmal die geradlinige Ausbreitung des Lichts. Manchmal jedoch ändert sich etwas an dieser Ausbreitungsrichtung und dies trifft vor allen Dingen immer dann zu, wenn das Licht in irgendein Medium eintritt. Die Art und Weise, wie das Licht mit diesem Medium interagiert, haben Sie schon kennengelernt. Nämlich in Form des sogenannten Brechungsgesetzes. Ein Strahl, der von Luft mit einer Brechzahl n in ein beliebiges Medium mit einer Brechzahl n' eintritt, wird zum Lot hin gebrochen. Diese Brechung beschreiben wir mit dem Brechungsgesetz, worin die Brechzahl n und der Sinus des Einfallswinkels Epsilon miteinander verknüpft sind. Aber
Wie gesagt, das sollten Sie eigentlich schon kennen. Etwas komplizierter wird das Ganze, wenn wir uns nicht auf ebene Flächen beschränken, sondern beliebige Flächen zulassen, also zum Beispiel auch mal eine Kugelfläche. Wie Sie an den vielen Bezeichnungen und Markierungen dieser Skizze sehen können, wird es dann schon ziemlich kompliziert. Zunächst einmal müssen wir herausfinden, an welcher Stelle der Strahl diese Kugelfläche überhaupt trifft. An dieser Stelle müssten wir dann die Normale auf die Oberfläche ermitteln, den Winkel Epsilon zwischen dem einfallenden Strahl und dieser Normalen und daraus dann eben den Winkel Epsilon' berechnen, indem wir wieder dieses Brechungsgesetz anwenden. Mathematisch geht das am einfachsten, wenn wir all diese Dinge mit Hilfe von Vektoren beschreiben. Wir starten also mit dem Vektor des einfallenden Strahls, in dieser Skizze mit S bezeichnet. Und wir lassen diesen Vektor interagieren, wechselwirken, mit dem normalen Vektor der Oberfläche, in dieser Skizze mit L bezeichnet. Dieser normalen Vektor ist der lokale normalen Vektor. Das heißt, bei einer gekrümmten Oberfläche kann er natürlich an jeder Stelle der Oberfläche in eine andere Richtung zeigen. Aus der Interaktion dieser beiden Vektoren miteinander können wir dann einen neuen Vektor, S' berechnen. Und dieser Vektor beschreibt uns dann die neue Ausbreitungsrichtung des Lichts. Die mathematische Formulierung dieser Interaktion findet sich im sogenannten vektoriellen Brechungsgesetz. Und das sieht so aus. Deutlich komplizierter als das bekannte Brechungsgesetz, aber trotz alledem nicht wirklich schwierig. Sie haben natürlich keine Chance, wenn Sie versuchen sollten, diese Gleichung mit Hilfe von Taschenrechner und Papier fehlerfrei zu lösen. Andererseits können Sie all die Operationen, die in dieser Gleichung enthalten sind, ein paar Skalar- und ein paar Kreuzprodukte, sehr, sehr gut programmieren. Und wir können Computer benutzen, um diese Gleichung schnell und effizient zu lösen. Und genau das werden wir auch tun. Computer erlauben es uns, diesen Strahlverlauf sehr schnell und effizient und vor allen Dingen auch genau zu berechnen. Hier sehen Sie zum Beispiel sieben verschiedene Strahlen, die allesamt mit einer Kugelfläche interagieren. Diese Berechnungen wurden gemacht mit einem Programm namens Oslo. Oslo hat nichts mit der Stadt in Schweden zu tun, sondern Oslo steht für Optical System Layout and Optimization. Dieses Programm werden wir im Folgenden immer mal wieder benutzen, um Strahlverläufe zu analysieren und um sie zu visualisieren. Das Programm hat für uns den großen Vorteil, dass Sie eine frei verfügbare Studentenversion herunterladen und installieren können. Diese Version ist im Wesentlichen nur dadurch limitiert, dass Sie nur mit 10 Oberflächen arbeiten können. Für die Zwecke dieser Lehrveranstaltung reicht es vollkommen aus. Schauen wir uns nun aber einmal an, was passiert, wenn unsere Strahlen nicht nur mit einer Kugelfläche wechselwirken, sondern mit zwei hintereinander liegenden Kugelflächen. Also mit einer sogenannten Linse. Die Strahlen
werden an beiden Kugelflächen gebrochen und laufen mehr oder weniger wieder in einem Punkt zusammen. Mehr oder weniger bedeutet in diesem Zusammenhang, dass solche Strahlen, die unsere Linse am Rand treffen, etwas stärker gebrochen werden und deswegen auch an etwas anderen Stellen landen. Dieser äußere Strahl landet deswegen nicht an dem gleichen Punkt wie alle anderen Strahlen, sondern etwas abseits davon. Wir bezeichnen diese Effekte als sogenannte Abbildungsfehler. Im konkreten Fall wäre dies der sogenannte Öffnungsfehler oder die sphärische Aberration. Die Behandlung dieser Abbildungsfehler ist relativ aufwendig. Und wenn Sie wissen möchten, wie man das macht, muss ich Sie leider auf das Masterstudium vertrösten. Stattdessen betrachten wir uns diejenigen Strahlen, die in der Nähe der optischen Achse verlaufen. In der Nähe der optischen Achse haben wir relativ kleine Winkel, relativ kleine Abstände zur optischen Achse und wir können deswegen die Abbildungsfehler weitgehend vernachlässigen. Wir ersetzen also unsere echte, fehlerbehaftete Linse durch eine ideale Linse, indem wir uns auf den paraxialen Bereich beschränken. Paraxial, der Name sagte schon, beschreibt den Bereich um die optische Achse. In diesem Bereich gibt es keine Abbildungsfehler. Alle Punkte, alle Strahlen, die von einem Punkt ausgehen, laufen wieder in einem Punkt zusammen. Diese Näherung mag Ihnen einigermaßen verwegen erscheinen. Sie ist aber durchaus ziemlich legitim und funktioniert überraschend gut. Wenn Sie sich jemals überlegt haben, warum in einem Fotoobjektiv so viele Linsen verbaut sind, dann haben diese vielen Linsen nur den einen Sinn, dass sie nämlich genau eine solche ideale Linse und deren optischen Eigenschaften realisieren wollen. Es ist also der Job eines jeden Optikdesigners, eines jeden Optikkonstrukteurs, mit echten Linsen eben diese paraxialen, diese idealen Abbildungsbedingungen zu realisieren. Das gelingt nicht immer. Aber wenn wir jetzt hier die verschiedenen Effekte diskutieren wollen und diese Effekte untersuchen möchten, dann ist es für uns extrem hilfreich, dass wir zunächst einmal diese Abbildungsfehler vernachlässigen, mit idealen Linsen arbeiten und uns einfach nur einmal anschauen, wie genau diese Abbildungseigenschaften sind. Die erste dieser Eigenschaften bemerken wir dann, wenn wir die Strahlen einmal nicht von einem Punkt im Endlichen ausgehen lassen, sondern von einem Punkt im Unendlichen. In diesem Fall werden alle unsere Strahlen parallel zueinander auf die Linse auftreffen. Wir haben einen sogenannten kollimierten Strahl. Unsere Linse wird all diese Strahlen wieder in einen einzigen Punkt fokussieren. Diesen Punkt bezeichnen wir als Brennpunkt. Den Abstand zwischen der Linse und dem Brennpunkt bezeichnen wir als Brennweite. Diese Brennweite ist die wichtigste Größe, die wir im Folgenden verwenden werden, um die Eigenschaften unserer Linse zu beschreiben. Als Formelzeichen für diese Brennweite verwenden wir ein kleines f.
Die Tatsache, dass sich dieses F, diese Brennweite, auf der Seite des Bildes, also auf der rechten Seite der Linse, befindet, kennzeichnen wir dadurch, dass wir dem F einen kleinen Apostrophen anfügen und wir nennen die bildseitige Brennweite F'. Wir können uns nun natürlich nicht nur anschauen, wie ein einzelner Punkt durch die Linse wieder in einen Punkt hinein abgebildet wird, sondern wir können das für mehrere Punkte gleichzeitig tun, so wie es hier in dieser Skizze für die grünen und die blauen Strahlen einmal dargestellt ist. Das Licht, was von einem solchen außeraxialen Punkt, das heißt einem Punkt, der nicht mehr auf der optischen Achse liegt, ausgeht, trifft auf die Linse. Die Lichtstrahlen werden an dieser Linse gebrochen und laufen dann wieder in einem einzigen Punkt zusammen. Diesen Punkt können wir sehr gut ermitteln, indem wir die Schnittpunkte all unserer Strahlen berechnen. Tatsächlich brauchen wir aber gar nicht alle diese vielen Strahlen, um die Lage des Bildortes zu berechnen, sondern uns genügen einige wenige. Einige wenige, die wir dafür aber sehr einfach berechnen oder auch konstruieren können. Und wie das geht, möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen. Vorher brauchen wir aber noch ein paar Vereinbarungen. Das Objekt, also den Gegenstand, den wir abbilden möchten, kennzeichnen wir durch einen kleinen Pfeil. Seine Größe beschreiben wir durch das Formelzeichen klein y. Das dazugehörige Bild bezeichnen wir ebenfalls durch einen kleinen Pfeil und es erhält ebenso für seine Größe das Formelzeichen klein y. Die beiden gleichen Buchstaben benutzen wir, um zu zeigen, dass Objekt und Bild zueinander gehören. Man sagt, sie sind zueinander konjugiert. Um Objekt und Bild voneinander unterscheiden zu können, verwenden wir wieder das Gleiche wie das, was wir schon bei der Brennweite gesehen haben. Alle zum Bild gehörenden Größen werden dadurch gekennzeichnet, dass sie einen kleinen Apostrophen bekommen. Und man bezeichnet diese Größen dann mit Strich. Also die Größe des Objektes ist y, die Größe des Bildes y'. Außerdem brauchen wir noch eine Beschreibung der Eigenschaften der Linse. Und diese Eigenschaften der Linse beschreiben wir durch ihre Brennweite. In der Zeichnung sind die Brennpunkte als Punkte markiert und mit dem Formelzeichen groß F versehen. Große Buchstaben verwenden wir immer für das Markieren von Punkten, indem wir kleine Buchstaben für das Bezeichnen von Strecken verwenden. Auch hier haben wir beide Brennpunkte der Linse mit groß F bezeichnet und der Brennpunkt der Linse, der auf der Bildseite liegt, bekommt zur zusätzlichen Kennzeichnung einen Apostrophen. Wir können nun damit beginnen, anhand dieser Festlegung und mit drei besonderen, den sogenannten ausgezeichneten Strahlen, den Bildort und die Bildgröße zu konstruieren. Beginnen wir mit dem sogenannten Parallelstrahl, also einem Strahl, der von unserem Objekt ausgeht und parallel zur optischen Achse verläuft. Dieser Strahl wird von der Linse so gebrochen, dass er danach durch den Brennpunkt hindurchläuft.
Er wird also zu einem Brennpunktstrahl. Umgekehrt wird aus einem Brennpunktstrahl, also einem Strahl, der vom Objekt ausgehend durch den objektseitigen Brennpunkt hindurchläuft, ein Parallelstrahl, also ein Strahl, der nun seinerseits parallel zur optischen Achse weiterverläuft. Als drittes hätten wir dann noch den sogenannten Mittelpunktstrahl. Der Mittelpunktstrahl ist derjenige Strahl, der durch die Mitte der Linse hindurchführt. Und dieser Strahl wird von der Linse eigentlich überhaupt nicht beeinflusst. Das heißt, er geht immer geradeaus durch. Dieser Strahl ist normalerweise am einfachsten zu konstruieren und er hilft Ihnen immer dann, wenn Sie bei den anderen beiden Strahlen nicht so genau weiter wissen, ob Sie jetzt den bildseitigen oder den objektseitigen Brennpunkt verwenden müssen. Bei komplizierteren Strahlkonstruktionen kann das durchaus schon einmal fraglich sein. Diese drei Strahlen gehen allesamt von einem Punkt unseres Objekts aus und sie schneiden sich auch allesamt wieder in einem Punkt. An dieser Stelle entsteht unser Bild. Und durch diesen Schnittpunkt haben wir sowohl die Lage des Bildes, also seine Position auf der optischen Achse bestimmt, als auch seine Größe, indem wir den Abstand des Schnittpunkts zur optischen Achse bestimmen können. Wir können diese einfache Strahlkonstruktion verwenden, um damit alle optischen Systeme, die in den nachfolgenden Videos noch gezeigt werden, zu verstehen und um sie zu konstruieren. Das ist ein sehr, sehr hilfreiches und sehr mächtiges Werkzeug. Vor allen Dingen sollten Sie diese Strahlkonstruktion aber auch verwenden, um Ihre Rechnungen immer mal wieder zu überprüfen. Die zeichnerische Lösung dieser Abbildungsprobleme ist schön und gut, leider aber auch manchmal ziemlich ungenau. Für eine exakte Lösung müssen wir das Ganze auch berechnen können. Und bevor wir das Ganze berechnen, brauchen wir mal wieder leider einiges an Konventionen und Vereinbarungen. Zunächst einmal ein Koordinatensystem. Wir können viele Koordinatensysteme verwenden und leider werden auch viele Koordinatensysteme verwendet. Sie finden in unterschiedlichen Büchern unterschiedliche Angaben und das macht es nicht wirklich einfach. Hier möchte ich nun die Dinge verwenden, wie sie auch in der DIN, in der deutschen Industrienorm, festgelegt sind. Ein Koordinatensystem, welches um den Mittelpunkt der Linse zentriert ist. Es hat seinen Ursprung also dort, wo sich Linse und optische Achse treffen. Strecken, die von hier aus nach links laufen, erhalten ein negatives Vorzeichen. Strecken, die von diesem Ursprung aus nach rechts laufen, konsequenterweise ein positives Vorzeichen. Das Gleiche gilt übrigens auch für Strecken, die nach oben laufen. Diese werden positiv gerechnet. Und Strecken, die nach unten laufen, entsprechenderweise negativ. Das Licht läuft immer von links nach rechts. Das heißt, auf der linken Seite der Linse haben wir immer das Objekt, auf der rechten Seite der Linse das Bild. Das mag jetzt trivial erscheinen, ist es aber nicht immer. Manchmal müssen wir die Lichtrichtung nämlich umkehren und wir müssen dann darauf achten, dass sich mit einer Umkehrung der Lichtrichtung auch alle Vorzeichen umkehren.
Aber dazu später mehr. Weiter oben hatten wir es schon einmal erwähnt, aber trotzdem hier noch einmal. Punkte werden mit Großbuchstaben bezeichnet. Strecken, Abmessungen und Entfernungen werden hingegen mit kleinen Buchstaben bezeichnet. Alle Größen, die irgendwie miteinander zusammenhängen, die also konjugiert sind, erhalten den gleichen Buchstaben. Zur besseren Unterscheidung werden die bildseitigen Größen, also all diejenigen Größen, die irgendwie was mit dem Bild zu tun haben, zusätzlich noch durch einen Apostrophen gekennzeichnet. Jetzt müssen wir nur noch ein paar neue Größen einführen. Da wäre zunächst die sogenannte Objekt- oder Gegenstandsweite. Sie wird gemessen von der Linse, also vom Koordinatenursprung, bis hin zum Objekt oder Gegenstand, den wir abbilden wollen. Achten Sie darauf, dass diese Strecke links von der Linse liegt, demnach also negativ gerechnet werden muss. Zum anderen wäre dann da die sogenannte Bildweite. Sie bezeichnet den Abstand vom Koordinatenursprung bis zum Bildort. Objekt wie auch Bildweite werden mit dem Buchstaben klein a bezeichnet. Die Bildweite zur Kennzeichnung wiederum mit einem Apostrophen versehen, also als A'. Die Bildweite liegt jetzt rechts vom Koordinatenursprung, ist dementsprechend positiv. Den Zusammenhang zwischen Bildweite, Gegenstandsweite und Brennweite beschreibt diese einfache Formel. Wenn wir nun noch eine weitere Größe hinzunehmen, den sogenannten Abbildungsmaßstab, dann haben wir alles, was wir für die Berechnung der Abbildungen brauchen. Den Abbildungsmaßstab bezeichnen wir mit dem griechischen Buchstaben Beta und er definiert das Verhältnis von Bildgröße zu Objektgröße. Gleichzeitig entspricht er auch dem Verhältnis von Bildweite zur Objektweite. Beachten muss man hier immer, dass man all diese Größen mit dem richtigen Vorzeichen einsetzt. Wenn man das konsequenterweise durchzieht, erhält man immer die richtigen Ergebnisse. Leider ist es aber auch ein beliebter Fehler und er kann dazu führen, dass die Ergebnisse unsinnig werden. Deswegen ist es immer eine gute Idee, diese Berechnungen mit entsprechenden Skizzen zu ergänzen. Für die Herleitung dieser beiden Gleichungen können Sie übrigens die oben stehende Skizze verwenden und Sie müssen nur einige relativ einfache Operationen mit den Strahlensätzen durchführen. Die detaillierte Herleitung finden Sie übrigens auch dokumentiert in Ihren Begleitunterlagen. Je nachdem, wie groß die Objektweite im Vergleich zur Bildweite ist, erhalten wir unterschiedliche Fälle in der Abbildung. Eine Objektweite von unendlich, genau genommen von minus unendlich, führt dazu, dass sich alle Strahlen im Fokus treffen, dass sie sich im Brennpunkt treffen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Sie mit einem Brennglas versuchen, die Sonne abzubilden. Bildweiten, die größer als die doppelte Brennweite sind, führen zu einer verkleinerten, reellen Abbildung. Die typische Anwendung hierfür ist die Fotografie.
Eine Besonderheit ist eine Bildweite, die dem Doppelten der Brennweite entspricht. In dem Fall ist auch die Gegenstandsweite exakt gleich dem Doppelten der Brennweite. Und wir haben einen Abbildungsmaßstab von minus 1. Bild und Objekt sind also exakt gleich groß. Man bezeichnet diesen Sonderfall als 4F-Abbildung. Und das ist die kürzeste Abbildung, die Sie realisieren können. Wenn wir noch näher mit unserem Objekt an die Linse herangehen, bekommen wir eine vergrößernde Abbildung. Der Abbildungsmaßstab wird kleiner als minus 1, das Bild also größer als das Objekt. Wir verwenden das in der Mikroskopie oder immer dann, wenn wir Bilder projizieren wollen. Weitere Anwendungen, wenn die Abbildung das Objekt exakt in der einfachen Brennweite steht. In dem Fall bilden wir das Objekt ins Unendliche ab. Diese Anwendung finden wir im Fernrohr wieder. Oder wenn wir noch näher rangehen, das Objekt also innerhalb der einfachen Brennweite der Linse positionieren, dann erhalten wir ein vergrößertes, sogenanntes virtuelles Bild. Und die Anwendung einer solchen Abbildung ist eine Lupe. Damit hätten wir tatsächlich schon alle Grundlagen definiert, die wir für das Verständnis der optischen Instrumente brauchen. Wir brauchen tatsächlich nichts mehr als die beiden oben erwähnten Formeln und diese einfachen Prinzipien der Strahlkonstruktion. Alles andere sind nur ein paar einfache Erweiterungen dieser Prinzipien.